erst hier. Günther steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. 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 Helf mir. Hilfe! Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero, Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Die Tore der ewigen Stadt wurden überrannt. Die Barbaren plündern Rom und unsere Aufgabe ist es, sie zurückzuschlagen. So, erstmal hier die Steuerung überprüfen und herzlich willkommen hier bei diesem Let's Play von The Rise, Son of Rome. Ich muss jetzt nochmal kurz schauen, dass ich hier alles richtig drücke und ich begrüße euch sehr herzlich bei diesem Epos. Einen Spiel, das bereits 2013 auf dem Markt erschien als Exclusive-Titel für die Xbox One, wurde dann aber auch im Herbst vergangenen Jahres schließlich auch für den PC verfügbar gemacht. Ich habe es mir damals gekauft und mittlerweile schon 50 Stunden darin verbracht, auch wenn die Hauptgeschichte an sich eigentlich nur 7 Stunden fest. Das Ganze ist im antiken Rom angelehnt, wie ihr hier seht, ein sehr unverbrauchtes Setting, ein sehr neues Setting und es sieht einfach unheimlich gut aus. Auch wenn ich sagen muss, dass es manchmal ein bisschen verpixelt wirkt, das liegt aber in erster Linie an meinem Aufnahmeprogramm, das da nicht ganz so pixelgenau aufnehmen kann und das tut mir sehr leid, aber leider anders geht es im Moment noch nicht. Da sind meine Ressourcen noch ein bisschen beschränkt, was das Ganze angeht. So, hier haben wir jetzt, oh, da hinten ist noch einer. Und wie ihr schon seht, die ganzen Animationen, die Kampfanimationen sind sehr gut gemacht. Auch wenn das Game vielleicht auf längere Distanzen etwas, naja, sagen wir etwas monoton daherkommt. Man hat immer dieselben Kämpfe hier. So, man hat eben, wie gesagt, immer diese gleichen Kämpfe und die sind von einer sehr, wie sagt man, storygetragenen Interaktion durchzogen. Das heißt, man hat in dem 7-Stunden-Kampagnenmodus ungefähr 2 Stunden lang Zwischensequenzen. Das heißt, das Ganze wurde sogar von Crytek selbst, den Entwicklern hier, als interaktiver Film später zusammengetragen und auch schließlich zur Schau gestellt. Das gibt es dann auch als ganzen Film, der ungefähr 2 Stunden dauert und das ist wirklich extrem geil. Die Geschichte unerwartet interessant, sehr wendungsreich, das hatte ich mir gar nicht erwartet am Anfang. Ich dachte eher, das wird so ein monotones Gemetzle hier. Man muss jetzt aber auch sagen, das sieht schon verdammt geil aus. Man muss auch sagen, dass es vielleicht historisch nicht ganz so korrekt ist, denn man findet hier allerhand, das heißt die Ausrüstung der antiken Legionäre, die hier nicht ganz punktgenau übernommen wurde, so wie das Kampfverhalten zum Beispiel, diese ganzen Drehungen da drin, das ist ja doch totaler Schwachsinn. Und naja, aber nichtsdestotrotz, es ist sehr bildgewaltig, ein absolutes Muss für jemanden, der ein bisschen auf Action steht und vor allem auch ein bisschen geschichtsorientiert ist. So, wir geben denen jetzt den Befehl für die Salve, klack, 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 und treffsicher schalten sie den Feind aus. So. Bogenschützen und Katapulte.
organisiere die Verteidigung. Das machen wir natürlich. Und zwar funktioniert das so, dass wir hier jetzt unseren Soldaten befehligen, die Linie zu halten, während wir hier den Skorpion benutzen. Mal kurz gucken, ob ich... Ja, ich weiß ja. So, ich muss jetzt mit dem Skorpion hier die feindlichen Schwärme hier aufhalten, wie man die nennen mag. Im Moment geht das noch recht einfach, aber sobald die dann mal hier über die Barrikade gekommen sind, geht das deutlich schwieriger. Ich habe hier zur Hilfe noch Feuerfässer, Ölfässer, die ich hier entzünden kann. Die möchte ich mir aber noch ein bisschen aufsparen. Solange das mit den einzelnen Leuten hier geht, ist das alles ganz in Ordnung. Auch wenn der Skorpion hier wie ein modernes LMG schießt, zumindest was die Geschwindigkeit betrifft. Ups, den habe ich nicht getroffen. Ich spiele das Ganze übrigens auf dem Gamepad hier, wie ihr es sicherlich mitbekommen habt. Das liegt einfach daran, dass das erstmals ja für die Xbox gedacht war und auch dementsprechend super auf die Tastatur angelehnt ist oder halt super angepasst ist für das Gamepad. Bei der Tastatur hatte ich nur manchmal das Problem, dass ich mit Links- und Rechtsklick bei den Hinrichtungen nicht ganz mitgekommen bin. Das geht ja alles nach Farben und da ist natürlich das Gamepad sehr, sehr viel einfacher. So, hier die können wir ja alle wegschalten. Hier haben wir jetzt die feindlichen Bogenschützen. Dazu schieße ich einfach mal schnell hier auf die Feuerstellungen. Ups. So, da haben wir jetzt, sind jetzt ein paar durchgebrochen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir werden die sicherlich noch aufhalten, hoffe ich zumindest. Die dürfen hier nicht vorbei. So. So, da und wieder einer. Jetzt sind wieder natürlich neue Bogenschützen draufgekommen. Aber das ist sicherlich kein Problem für uns. Da hinten haben wir auch noch welche. Ups, eigentlich wollte ich ja das Fass treffen. Komm schon. So, haha. Das ist schon geil. Es ist vor allem unheimlich gut gemacht, was das ganze Level-Design betrifft. Das heißt, wir haben hier Rom und alles scheint in Bewegung zu sein. Man hat hier sehr wenig statische Kämpfe. Das wurde sehr gut kaschiert, muss ich sagen. Ein absolutes Lob an die Entwickler an dieser Stelle. Das heißt, man hat hier wirklich das Gefühl, man steckt mittendrin. Ne? Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen eine langwierige Szene hier mit dem Skorpion ist. Aber wir sind zwischendurch immer mal drin, lockern das Ganze ein bisschen auf. Das heißt, im Prinzip hat man hier größtenteils Kämpfe, wo man alleine gegen die Horden anstürmt. Zwischensequenzen und teilweise dazwischen eben solche kleine Einheiten hier mit dem Skorpion. Oder auch später, wo man seine eigene, wie nennt man das, Legionsabteilung führen kann. Falls jemand unter euch ist, der sich hier im antiken Rom besonders gut auskennt, dann verzeiht mir meine Fehler. Manchmal weiß ich es leider auch nicht besser. Ui! Mohun, Mohun! Jetzt genug Ehre, um deine erste Verbesserung zu kaufen. Das Ganze passiert nämlich so, ich kann hier bei den Verbesserungen in allen möglichen Spalten meine Stats verbessern. Da ich das aber schon mehrfach durchgespielt habe, ist das für mich jetzt uninteressant, weil ich nämlich schon alles habe. So, da stößt mir kurz der Kaffee auf, aber kein Problem. Hörst hier, helft mir, ich befehle es euch. Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Ding. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Mein Gemächer? Nein, nein. Die Gruft. Hier lang. Los jetzt. Sorge für die Sicherheit des Kaisers. Hier als persönliche Leibwache sozusagen geleiten wir ihn durch den Palast. Und mich dünkt das Gefühl, dass hier bereits die Plünderer eingetroffen sind. Und wir müssen jetzt den Weg dazu freiräumen. Hier kriegen wir jetzt mehr XP, ist aber für mich uninteressant, weil ich ja schon, wie gesagt, alles freigeschalten habe. So, hier können wir noch so irgendwas drücken. Ja. So, tack. Also, im Prinzip ist das sehr einfach. Man blockt feindliche Schläge, schlägt dann zurück und sobald der Totenkopf erscheint, macht man schließlich die Hinrichtung. Ups, jetzt habe ich die falschen Tasten gerückt. Kann passieren. Ich bin ja noch kein wirklicher Gamepad-Pro. Aber die sehen einfach so unheimlich gut aus, diese Kämpfe. Muss man ehrlich sagen. So, wir haben hier den Kaiser Claudius Augustus Nero, soweit ich das verstanden habe. Wie gesagt, mit der römischen Geschichte, ich kenne mich zwar ein bisschen aus, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht genau, in welcher Zeit Kaiser Nero war.
Ich glaube, das müsste der Typ sein, der dann irgendwann Rom komplett niedergebrannt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich bin mir da, wie gesagt, nicht ganz so sicher. Vom Verlauf an sich her müsste das eigentlich ungefähr so 40 bis 60 nach Christus sein, bei der Invasion Britanniens, aber das werden wir dann später alles noch viel genauer erkennen. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen. So. Ich weiß auch nicht genau, wer diese Barbaren jetzt genau sein sollen. Geplündert wurde Rom ja von den Goten, ich glaube die Ostgoten waren das, und von den Kelten später, als das Römische Reich zerbrach. Also, oder von den germanischen Verbänden, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Auch als Rom noch nicht die Weltmacht war, wurde es bereits von den Galliern erobert und das war irgendwie sehr seltsam, weil nämlich die Gallier oder die Kelten, ich weiß jetzt nicht genau, ist ja ein Synonym, keltisch bedeutet ja eigentlich die gesamte, wie nennt man das, Kultur im Raum Gallien, auch Britannien bis Spanien und auch Germanien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und anfangs hatten sich nämlich die Römer versucht, mit den Galliern gutzustellen. Es gab Abkommen, man hat sich getroffen für alle möglichen diplomatischen Dinge und irgendwas ist schiefgelaufen. Die Römer hatten die, wie sagt man, heiligen Abkommen gebrochen, dass man bei diplomatischen Dingen keine Waffen führt und haben die keltischen oder gallischen Diplomaten einfach ermordet. Und das war natürlich nicht so geil. So, da haben wir jetzt so einen ersten kleinen Bossgegner, einen Pyromanen. Ich hatte die falsche Taste gedrückt. So, ich muss jetzt nur mal kurz schauen. Bei denen muss ich nämlich ausweichen. Das heißt, wie bereits erwähnt, ein relativ repetitiver Kampfstil. Wir spielen das Ganze auf der Schwierigkeitsstufe Centurio. Das ist der dritte von vier Schwierigkeitsgraden. Auf Legendär oder Veteran oder wie man das nennt, habe ich bereits ungefähr zwei Drittel durchgespielt von der Geschichte. Da liegt jetzt aber nicht der Reiz im Let's Play, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt machen. Vielleicht können wir ja später mal einen Grad höher schalten, wenn ihr denn das wollt. Hier, schnell! Komm schon! Komm schon! Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher? Ja, sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte hier.